Hallo und herzlich willkommen im Schwarzkarz-Quarantänebüro. Ich habe mir überlegt, wir rühren zusammen ein bisschen Kosmetik für Anfänger, extrem geeignet. Heute habe ich das leichteste, das einfachste Rezept ever ausgesucht. Das ist die, ich nenne sie Magic Shea Whip. Es ist nichts anderes als eine Shea Whip mit einem Farbpigment. Im Original ist es rosa. Diesmal habe ich es mal mit Blau versucht, was natürlich auch sehr hübsch aussieht. Und das färbt nicht ab. Also, wenn man jetzt hier mal meine Hand sieht, die sieht so aus, ganz normal. Und dann mache ich mir dieses blaue, blau pigmentierte Shea-Zeugs da drauf. Und es passiert nichts. Allerdings ist es so, das seht ihr vielleicht im Vergleich, es ist nicht das Fett, das da jetzt glänzt, sondern was da halt mehr glänzt als auf der anderen Seite. Hier oben im Lichtreflex ist es noch ein bisschen besser zu sehen. Das ist einfach das Mika-Pigment, nämlich das Perlglanzpigment, das ich hierfür gewählt habe. Gibt es bei meinem Partnershop Meine Kosmetik. Sie hat auch noch andere sehr ansprechende Farben. Habe ich alles unten im Beitrag verlinkt. Und du musst aber das nicht reinmachen. Ja, du kannst die Shea Whip auch einfach ganz original rühren. Ganz ohne etwas, ganz pur. Dann sieht sie eben einfach so aus. Okay. Das machen wir später noch. Ich habe jetzt hier die im Rezept angegebenen 70 Gramm Shea Butter direkt in mein Rührgefäß getan. Die muss sehr kalt sein. Andernfalls musst du nachher einschmelzen, beziehungsweise musst es nochmal zwischendurch in den Kühlschrank stellen. Das ist alles immer so ein bisschen nervig, weil es so lange Zeit dauert. Ich würde einfach die eiskalte Shea Whip aus dem Kühlschrank in das Glas abmessen und dann kann es schon direkt losgehen. Du brauchst einen Rührbesen, ein Rührgerät, ein Handrührgerät. Du schaffst es nicht mit deiner Hand. Da müsstest du schon Schwarzenegger sein. Und dann geht's los. Es tut mir leid. Real time, fast real time. Es dauert ein bisschen. So, meine Shea Butter war durch die ganze Vorbereitung hier für den Film, den ich heute da machen wollte, für das Video, war sie natürlich schon ein bisschen wärmer geworden. Und deswegen bin ich jetzt schon fertig. Aber wenn du noch nicht ganz durch bist, dann drück doch bitte jetzt auf Pause und schau einfach gleich weiter. Okay, es geht weiter. Die Shea Butter ist jetzt also, naja, eher so ein bisschen gipsknetmäßig. Die sieht noch überhaupt nicht schön aus. Das mag sich noch keiner irgendwo hinschmieren. Was wir natürlich brauchen, ist Flüssigöl. Und ich mache das immer in kleinen Schritten dazu, um halt in jedem Schritt die Konsistenz nochmal genauer zu betrachten. Theoretisch kannst du da auch absolute Werte reingeben, ja. Also mit 70 Gramm Shea Butter kannst du auch direkt 50 Gramm Flüssigöl hinzufügen und es aufrühren. Aber ich habe festgestellt, im Winter zum Beispiel ist sie gerne dann ein bisschen fester und im Sommer ist sie gerne mal ein bisschen flüssiger. Es kommt eben auf die Umgebungstemperatur an. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass je nach Charge Shea Butter die Butter irgendwie ein bisschen anders reagiert. Das heißt also, mit dem schrittweisen Hinzufügen, das ist immer noch so ein bisschen klebstoffmäßig da drin, mit dem schrittweise Hinzufügen des Flüssigöls kommen wir eigentlich weiter, als wenn wir das alles irgendwie auf einmal machen würden. Okay, da
Das hat jetzt schon eine richtige Creme-Konsistenz da drin angenommen. Ich nehme mal hier das Messer, damit man das so ein bisschen sehen kann. Siehst du? Das ist so ganz schön. Da kann man auch mal ein bisschen testen. Gut. Fühlt sich gut an. Konsistenz ist sehr wahrscheinlich okay, aber ich gebe das Ganze dann gerne nochmal in den Kühlschrank, warte eine halbe Stunde und schlage es dann im Anschluss nochmal neu auf, um nochmal zu testen, will ich noch ein bisschen mehr Flüssigöl drin haben oder nicht. Ich habe das dann schon mal vorbereitet, damit ihr nicht so lange warten müsst, beziehungsweise ich nicht 3000 Mal das Video neu starte. Hier ist eine Shea-Butter, die schon fertig ist. Die kommt wieder aus dem Kühlschrank. Also sie ist noch nicht fertig, sondern ich will ja noch das Pigment hinzufügen. So, jetzt habe ich das Messer natürlich dazu benutzt, da was anderes mitzumachen. So sollte man das nicht machen, aber egal. Ich gebe jetzt einfach von meinem Pigment, wenn du es drin haben möchtest, so eine ganz kleine Messerspitze hinzu. Ich glaube, das ist sogar noch zu viel. Irgendwie wirklich nur so ein ganz, ganz wenig. Blauer Pigment ist immer sehr herrschsüchtig. Okay, du siehst ja, so eine kleine Messerspitze ist da halt nur. Die geben wir da rein. Schaust dir nochmal an. Jep, hier, siehst du. Und dann rühre ich es wieder auf. Vielleicht schon vielleicht. Kann man vielleicht schon hier so am Glas sehen, nicht wirklich, dass es schon sich färbt. Es sieht jetzt aber allerdings ein bisschen grünlich aus, logischerweise, weil der gelbe Farbstoff, der natürlich in unserem Öl enthalten ist, der kommt dann natürlich ein bisschen durch. Das heißt, ich mache einfach noch ein bisschen mehr Pigment dazu. Jetzt kann man es aber auch im Glas sehen, ne? Verzeihung, da war jetzt ein kleiner Schnitt. Mir ist das Glas aus der Hand gefallen. Ich habe sonst nichts getan. Also ich zeige dir das nochmal hier. Das ist das Ergebnis von der zweiten Runde Pigment aufrühren. Ist ein bisschen dunkler als das, was ich euch ganz zu Anfang gezeigt habe. Ja. Aber auch das sieht man nicht. Ich kann das nochmal kurz zeigen. So. Man sieht, da ist jetzt schön blau. Aber sobald du das in die Haut eingearbeitet hast, sieht man auch das nicht. Okay? Gut. Das wäre das gewesen. Ich persönlich stelle das Ganze gerne noch einmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Lass das doch mal schön aushärten. Schlag es dann nochmal auf. Wenn mir die Konsistenz dann immer noch gefällt, dann ist die Magic Shea Whip fertig. Wenn nicht, kann ich entweder nochmal gekühlte Shea-Butter nachlegen, weil es mir zum Beispiel zu dünnflüssig ist, oder eben noch mehr Flüssigöl hinzufügen, falls es mir immer noch zu klebrig und zu fest ist. Also scheu dich da nicht, auch über diese Mengen hinauszugehen, die halt im Rezept stehen. Das ist einfach so ein Mittelwert, der halt, ich sag jetzt mal so im Herbst, wenn es noch nicht ganz so kalt ist, aber auch nicht mehr so warm ist, halt dann irgendwie stimmt. So viel dazu. Ich wünsche dir viel Spaß und eine schöne Ablenkung, hoffe ich, für dich. Und ja, natürlich auch viel Spaß mit dem Produkt auf deiner Haut, auf dass du nach der Quarantäne wunderbar zarte Beine haben wirst. Ciao. Miau.